Herzlich willkommen zum 9. Adventskalendertürchen. Ja, ein Drittel der Vorweihnachtszeit ist entweder endlich vorbei oder bereits überstanden. Oder wenn man es ganz freundlich sehen will, leider schon vorbei. Ich persönlich mag Weihnachten unheimlich und ich habe mich heute für ein Spiel entschieden, was auf jeden Fall der Liste nicht fehlen darf, nämlich Terraria. Ich bin nun absolut kein Terraria-Spieler. Und ich werde jetzt einfach mal den Charakter hier zurücknehmen, den wir für den Livestream erstellt hatten und mal eine neue Welt erschaffen, weil es gibt ja bei Terraria wohl einiges, aber ich werde eine kleine Welt erstellen und werde diese einfach mal Let's Playen. Obwohl ein Let's Test natürlich auch ganz gut wäre. So, und dann werden wir uns mal ein bisschen durch Terraria wursteln. Ich habe das, wie gesagt, persönlich noch nicht wirklich viel gespielt, außer in den Livestreams jetzt mal so hier und da ein bisschen. Dementsprechend seht's mir nach, wenn ich nicht so gut bin, aber zeigen wollte ich es euch trotzdem. Ich meine, es gehört ja auch einfach mal zu den Spielen, die in meiner Spielesammlung rumliegen. Und wir machen einen Haufen Zeug. Unkraut wird gepflanzt. Aha. Interessant. Ja. 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 Und go. Go, go, go. So, oh, und wir sind direkt in einer Schneewelt. Das ist wohl auch ein neuer Teil. Den großen Vorteil, den ich hier natürlich habe, das ist einfach, dass ich schon einen Haufen Zeug... Poundhammer. Albtraumspitzhacke. Ich hab so viel Zeug hier im Inventar bereits. Oh, ja, zum Beispiel das. Und Pinguin, oh, wie süß! Wie kann man jetzt nochmal ein Lasergewehr... Oh Gott, ich habe so viel Zeug. Oh yes. Okay. Das heißt, wir werden wahrscheinlich recht schnell vorankommen. Ich würde gerne ein Hütchen bauen. Dafür müsste ich allerdings an mein Inventar kommen. Ich glaube, genau, das ging mit Escape. So, wir haben eine Silberaxt. Die packen wir jetzt mal hier rein. Alles andere kann ich einfach so lassen. Blablabla. Hier. Dämonensense. Ach, ich war ja so eine Art Magier, wenn ich mich recht entsinne. Jo. 1A. Okay. So, dann fangen wir mal an, hier ein paar Bäumchen zu fällen. So, ein bisschen Holz. Ich habe natürlich hier jetzt Werkzeug, was jenseits von dem ist, was man eigentlich als Start hätte. Ist aber vielleicht gar nicht so schlecht. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Und wir können vielleicht so uns mal ein bisschen nach unten graben und uns ein paar Neuerungen gucken. Da ist ein Eiszapfen. Komme ich hier eigentlich hoch? Hm. Ja, ansonsten gibt es hier die Möglichkeit, dass wir uns ranziehen, nicht? Hallo? Genau. Ja, komm schon. Gut. Und wir... Wow! Der Schleimmax... Ach du Schande. Okay, den Spiegel wollte ich jetzt nicht unbedingt. Du hast keine Chance, mein Freund. Du hast keine Chance. Nein, komm schon. Geh da rüber. So, okay. Ich habe ein bisschen Glibber bekommen. Oh, ich wollte eigentlich nicht zaubern, sondern ich wollte eigentlich ganz gerne hier die Axt weiter benutzen, um uns noch ein bisschen Holz ranzuholen. Dann werden wir hier auch gleich ein Häuschen bauen. Ich finde jetzt, es ist immer noch, also es ist ja eigentlich kein Minecraft-Klon. Ich weiß gar nicht, was jetzt älter existierte. Ich werde ja fast in den Kommentaren, wird Doc direkt kommen und sagen, hier so und so sieht's aus, bla, keine Ahnung was. Er spielt ja auch momentan Starbound, was ich auch richtig genial finde. Das würde mich auch reizen, aber ich habe einfach zu viele Spiele dieser Art, als dass es sich wirklich lohnen würde, jetzt hier nochmal sowas anzufangen. Und Terraria ist ein sehr witziges Spiel. Aber halt einfach nicht meins. Doch, es ist schon ganz cool, auf jeden Fall. So. Schauen wir doch mal, wo haben wir denn hier unser Holz? Das konnte man doch irgendwie direkt. Holzklappe, Werkbank, Bonework Bench, irgendwo. Ja, Fackeln. Ich würde gern das normale Holz umwandeln. Geht das nicht? Klebriger Leuchtstab. Wo ist denn das hier? Holz. Na gut, dann platzieren wir das einfach mal. Und bauen damit so. Ich dachte, man könnte auch Planken bauen oder so. So. Dass wir hier mal so ein Hütchen zusammenkriegen. Wenigstens so ein kleines. So.
Okay. Da schlagen wir uns jetzt noch eine Tür raus. Am besten auf beiden Seiten. Hallo? Warum schlägst du mir keine Tür? Braucht man jetzt generell den Hammer dafür? Ich weiß es gar nicht. Aber wir haben ja einen Hammer. Oh Gott. Nee, mit dem Hammer kann ich die Sachen jetzt drehen. Oh Gott. Okay, Spitzhacke. Ja, sehr gut. So, dann setzen wir hier noch ein bisschen Holz ein. Und bauen eine... Nicht doch den Hook, Mensch. Und bauen uns eine Tür. Nee, ich glaube, wir müssen erstmal mit einer Werkbank anfangen. Wie ihr seht, also ich habe absolut keine Ahnung. Aber... Davon habe ich richtig viel. So, und bei einer Werkbank können wir jetzt genau, glaube ich, eine Tür bauen. Klack. Die kann ich hier einsetzen. Tschack, so. Sehr gut. Okay, das funktioniert schon mal. Dann machen wir die Seite hier auch noch auf. Oh, da ist, glaube ich, gerade unser Guide gestorben. Egal. So, bauen wir uns noch eine Tür. Eine Tür. Ich kann mir eine Knochentür bauen. Ich will keine Knochentür. Ich will eine normale Tür. Bitte eine Tür. Oh, und Möbel geht auch. Gut. Ja, ja, ich hab's kapiert. Da muss nicht weiter scrollen. So. Eine Tür. Oh, zwei Türen. Ja, super Idee. Danke. Jetzt habe ich eine Holztür. Bombastisch. So, und wir brauchen noch ein wenig Hintergrund. Warum scrollt denn das so unendlich langsam? Hier, Holzwände. Nein, vor allem scrollst du dann einfach weiter. Holzwand, so. Da brauchen wir einiges von, damit hier keine Monster reinkommen. Und damit der Guide danach wieder ein Zuhause hat. So. Oh, nicht genug Holzwände. Und plopp, plopp. Wow. Jetzt habe ich erstmal meine Werkbank wieder abgebaut. Egal, wir brauchen eine Fackel. Oder ich schmeiße hier einfach Leuchtstäbe ins Haus. Geht ja auch. Nein, wir bauen jetzt erstmal eine Fackel. Eine Fackel. Oder gleich mehrere und setzen die hier mal ran. Oh, die kann man jetzt werfen. Cool. Finde ich super. So, Fackel. Setz die mal hier ran. Oh, zwei Stück gleich. Das finde ich echt doof gemacht gerade. Muss ich ja ehrlich zugeben. Und so, und so. Okay, dann klopfen wir uns noch ein bisschen den Boden raus hier. Und machen hier auch noch Holz hin, damit es schöner aussieht. Schneeblöcke. Man kann damit wohl jetzt viele, viele neue Sachen machen, so wie es aussieht. So, machen wir normales Holz ins Boden. So. Und wir haben ein Haus. Yay. Okay, wo ist meine Werkbank? Workbench. Da. Die platzieren wir jetzt mal. Hier so. Okay, dann... Eigentlich könnte man die auch... Na, egal. Dann bauen wir uns noch einen Tisch und Stühle. Und dann haben wir hier... Ja, und wir nehmen einfach den Hook. Der ist total sinnvoll. Und... Ich kann mir ein Campfire machen. Nee, danke. Ich hätte gerne bitte zwei Stühle hier und hier und einen Tisch hier so in der Mitte. Ach Gott. Stuhl weg. Danke. Also das Platzieren und so, da müssen sie aber noch ein bisschen dran arbeiten. Oder ich bin einfach nur zu doof. Kann natürlich auch durchaus sein. Passiert ja ab und zu. Was ist hier eigentlich? Holzhammer. Tschüss, brauche ich nicht. Aquazepter, hatte ich nicht einen Tisch gebaut? Wo ist mein Tisch? Der liegt bestimmt noch irgendwo rum und ich sehe ihn einfach noch nicht. Tisch, wo bist du? Egal. Sehr gut, ein Tisch. Und die Werkbank bauen wir auch mal ab und bauen dafür jetzt einen Stuhl noch an den Tisch. Ich hoffe, jetzt ist er richtig rum. Ja,
Sehr gut. Die Werkbank. Wow. Ich benutze immer den Hook. Also E ist irgendwie so meine Lieblingstaste, scheint mir fast so. Die Werkbank. Da unten ist der Tisch, verdammt. Die Werkbank platziere ich hier hin, so, und alles ist schick. Yay! Okay. So. Gehen wir noch ein bisschen draußen fighten, weil, einfach weil ich es kann. Yay. Ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt, dass die Viecher mit überhaupt irgendwas können. Gerade mit meiner Laserkanone. Ich weiß auch nicht, ob die Laserkanone jetzt nur einen eingeschränkten Bereich hatte. Ich habe halt auf jeden Fall viel zu lange nicht mehr gespielt. Fackeln. Fackeln. So. Und dann können wir hier nämlich ein bisschen ausleuchten. So, klack. Einmal hier und einmal hier. Und ich hoffe nicht, dass die Fackeln hier die Umgebung schmelzen oder so. Okay, das ist ein Pinguin. Der tut wohl nichts. Hoffe ich doch zumindest mal. Hallo, Herr Pinguin. Ne, der ist lieb. So, und hier noch. Cool, aber das Wasser friert hier an der Oberfläche ein. Finde ich auch super gemacht. Das war Zinnerz, okay. Eis. Oh, ich habe den Pinguin gekillt. Tut mir leid. Okay, Eisblöcke brauche ich jetzt nicht. Na, vielleicht können wir den Guide noch fragen, was man damit anstellen kann. So, so, so. Und runter. Und bitte ein Fäckelchen. Ich sehe da unten nämlich was leuchten. Ach komm schon. Du willst mich doch rollen. Ist es hier Wasser? Ne, es ist kein Wasser. Es ist nur eine Eishöhle. Und hier war Kupfermünzen drin. Gut, dann noch ein Fäckelchen. Ich sehe schon, dass mir gleich das ganze Wasser... Hallo? Du weg. Du weg. Das ganze Wasser wird mir hier gleich auf den Kopf fallen, weil die Fackeln es einfach wegschmelzen. Ich weiß auch nicht, ob ich hier... Ah doch, ich habe die Hook. Ich komme also auf jeden Fall wieder hoch. Und ich sollte vielleicht die Fackeln etwas näher... Den, was ich extrem cool finde, sind diese Weihnachtsgeräusche im Hintergrund. Diese... Tsch-tsch-tsch. So. Okay, ich würde sagen... Au. Okay, also... Man fällt durchs Wasser anscheinend durch. Gut, dann nehmen wir mal die Hook. Graben uns. Jetzt geht's nicht, ja? Jetzt wo ich's haben will, geht's nicht. So, und graben uns hier einfach mal durch. Komm, hier Fackel setzen, danke. Blablabla. Das ist auch wieder so ein endlos Game, ey. So, komm schon. So, ein bisschen höher, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich mit den Eisblöcken wirklich irgendwas anfangen kann. Aber wenn ich was mit anfangen kann, dann werde ich es wohl bald merken. Und irgendwie habe ich hier saumäßig wenig Monster. Beziehungsweise eigentlich kaum welche, bis auf die paar Schleims, die jetzt hier so unterwegs waren. Hatte ich nicht so einen Zauber, der... Moment. Ich hatte doch einen Zauber, der Licht macht, oder? Ah, ich sehe eine Qualle. Die scheint auch neu zu sein. Kann natürlich sein, dass ich den abgelegt habe. Efeupeitsche, Lichtkugel. Ja. Geht doch. So, packen wir den hin. Packen wir den hier zum Pawnhammer. Sehr gut. So, jetzt haben wir auch Licht. Gott. Hier ist Wasser. Na komm her, du blödes Vieh. Sehr gut. Wirklich viel kannst du ja nicht. So, setz mal hier mal ein Fäckelchen. Bastel uns hier rüber. Hier rüber und da leuchtet irgendwas. Dämoniterz, aha.
sehr interessant. Was mich hier natürlich noch mehr reizen würde, ist, was ist das? Blei. Das scheint auch entweder neu zu sein oder ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Alles ist möglich. So, baue ich mich jetzt hier einfach mal eiskalt runter? Ja, ich würde sagen, wir bauen uns hier einfach mal runter. Wir können ja im Notfall Plattformen bauen, um wieder hochzukommen. Und vor allem die Spitzhacke ist ja relativ schnell. Okay. Da waren Münzen drin. Ich hoffe nicht, dass ich hier in irgendeinen Raum mit einer Falle falle. Oh. Silber! So, dich kriegen wir auch noch. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen ausgeleuchtet bekommen. Nicht, dass ich... Ah, eine Fledermaus. Oh Gott. Ja, klar. Verlieren wir einfach mal die Herzen hier. Ist schon klar. So, Fackel. Setzen. Oh. Da habe ich doch was gehört. So. Aber hier war nichts. Ah, hier sind Viecher. Hilfe. Okay, also wahrscheinlich mache ich mir echt umsonst Sorgen. Ich meine, gut, ich verliere zwar Herzen, aber nicht wirklich. Hat die Laserkanone eigentlich? Nee, die hat auch keine... Lol, die hat keine Haltbarkeit und nichts. Na komm schon, setz mal eine Fackel hier und setz mal eine Fackel hier. Ich will ja, dass meine Leute auch ein bisschen was sehen, wenn ich hier was abbaue. Ein Slushblock und irgendwas hat mir gerade Schaden verursacht, was auch immer es war. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch mehr gibt als nur die Hölle. Ich würde auf jeden Fall gerne noch ein bisschen tiefer ein paar Monster gucken. Ach, da ist eins, was uns hinterher hüpfen möchte. So. Okay. Hier können wir erstmal so tiefer gehen. Hier scheint auch irgendwas... Ist das ein Herz oder so? Das würde ich ja schon ganz gerne wissen, was das ist. Da will ich mal durch. Also es gibt anscheinend ein paar neue Sachen. So, lalala. Na komm schon, Fledermäuschen. Ja, spring runter. Fledermaus gegrillt. Den haben wir auch gegrillt. Ach, ich mag's. So, und weitergebaut. Lalalala. Yay! Ein Lebenskristall. Na? Glibber. So, da unten scheint auch irgendwas versteckt zu sein. Das Witzige ist wirklich, dass man hier schön am Rumrutschen ist. Überall und auch nicht überall Fackeln setzen kann, wie es aussieht. Oh, die bekämpfen sich da unten gegenseitig, oder was? Einmal hier rüber, bitte. Dankeschön. Fackel gesetzt. Okay, also können tun die Viecher nicht viel. Und man fällt anscheinend, wenn man tief fällt, in das Eis rein. Okay. Friert das denn neu zu? Oh Gott. Lieber raus. So. Ein... Oh. Der ist anscheinend... Kann der nix. Was ist, wenn ich hier durchschieße? Okay, das sind nur Spinnennetze. Okay, das ist was Neues. Ah, auch noch Slush. Hihihi.
Oh, eine Taschenuhr habe ich bekommen. Ja, spannend. Zinn. Vielleicht sollte ich einfach die Welt nochmal mit den ganzen Sebi-Kraft-Leuten zusammenspielen oder so, jetzt eine neu erstellte. Weil mir aktuell auch so ein bisschen die Orientierung fehlt. Bitte springe ich ins Loch hier unten rein. Ich will mal kurz Holz haben. Ich könnte ja theoretisch auch die Zauber benutzen, aber... Habe ich gerade da unten was gesehen? Was ist mit meinem Holz oder was? Wo ist mein Holz? Kann doch nicht alle sein. Ja gut, okay, kommt jetzt aber auf jeden Fall erstmal keiner nach. Ja, sehr schön. Dann bauen wir uns ein Stück runter. Ich habe hier irgendwas gesehen unter mir. Und hier gibt es anscheinend erstmal eine Höhle. Was ja an sich auch gar nicht so schlecht ist, aber da unten ist Wasser. Da will ich nicht unbedingt rein. Das heißt, wir graben uns mal ein Stückchen nach hier. Boah, das mit dem Treffen will aber auch gelernt sein. Ich wette, ich lasse jetzt irgendwelche Sachen liegen, die ich auf jeden Fall mitnehmen hätte sollen. Da gehe ich ja quasi schon fast von aus. Okay, ist das eine Falle? Kann ich hier irgendwo eine Fackel mal hinsetzen, um ein bisschen mehr zu sehen? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Wahrscheinlich ist es eine Falle, so wie ich mich kenne. Nö, es scheint einfach nur ein Raum zu sein. Da oben? Was haben wir hier? Noch mehr Blei. Okay, Blei ist relativ... Oh, Amethysten auch, okay. Sehr gut, auf welcher Tier... Ah, die Map ist ja auch extrem cool. Kann man die hier irgendwie vergrößern? Ah ja, okay. Kann ich ran und rauszoomen? Oh, wir haben schon ein vernünftiges Stückchen geschafft, muss man ja mal sagen. So, aber wie gesagt, ich denke, ich werde jetzt wahrscheinlich hier einfach Sachen lassen, die ich lieber hätte mitnehmen sollen. Wir buddeln uns hier brav durchs Eis. Was ich gut finde, ist, dass hier Sachen keine Haltbarkeit haben, dementsprechend brauche ich mir keine Gedanken zu machen. So, hallo. Zinn, okay. Wahrscheinlich werde ich das niemals brauchen, weil ich habe ja schon so viele Werkzeuge in Sachen, die ich quasi noch nie wieder finden werde, so. So, aber ich baue mich jetzt einfach mal hier an dieser Stelle in ein bisschen Eis ein, haben wir hier. Schlickblock. Das ist wahrscheinlich Schlick, ist Schlasch. Eisblock. Keine Amethysten, ich will jetzt Eisblöcke. Und wir bauen jetzt einfach mal eiskalt hier. Da komme ich hier irgendwie lang, genau. Tschack, so, eingebaut. Wir sind hier sicher und hier werden wir auch bleiben. Ich könnte jetzt auch den Spiegel nehmen und einfach wieder nach oben gehen, noch ein bisschen da forschen. Aber wir sind inzwischen auch schon wieder bei über 20 Minuten und dementsprechend werde ich das jetzt hier wohl mal beenden. Ich wollte es euch halt gezeigt haben. Ha, siehste, da kommen sie schon. Wir spielen also einfach hier mal eine Runde Terraria. Und wie gesagt, es ist halt nichts, was sich so für mich persönlich für ein Let's Play jetzt eignen würde. Es ist nicht so mein Spiel dafür einfach. Aber gezeigt haben wollte ich es euch trotzdem. Also wir sehen uns die Tage wieder, naja, beziehungsweise morgen. Also bis dann. Ciao, ciao.